Schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast. Ich habe heute wieder einen ganz tollen Interviewpartner. Wir haben schon uns ganz viel über Instagram connected und da stimmt schon mal wieder die gleiche Wellenlänge und Chemie und ihr dürft Nutznießer sein. Von daher, liebe Lisa, schön, dass das trotz der Enge der Zeit jetzt gerade noch klappt. Hi, liebe Gunda, ich freue mich auch total. Danke. Ja, das wird mega. Also seid gespannt, weil die Lisa ist nämlich Lerncoach. Das ist ja gerade in dieser Zeit besonders wichtig und stellt uns heute den Kleiderschrank ihres Freundes zur Verfügung. Nein, Witz. Aus Quarantäne muss man mal andere Möglichkeiten finden. Das zeichnet die Lisa dann schon aus, dass sie kreative Lösungen findet in Momenten, wo alles ein bisschen schwieriger ist. Also, erstmal ganz offiziell. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Das ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Lehrer, Eltern, Erzieher, Pädagogen. Schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und diesen Kindern zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Schön, dass ihr da seid. So, jetzt die meisten kennen dich wahrscheinlich noch nicht, liebe Lisa. Wenn du eine Minute Zeit hättest, um dich vorzustellen, was hören wir dann von dir? Ich bin Lehrerin aus Leidenschaft, wollte schon immer Lehrerin werden, habe an der Regelschule nicht mein Glück gefunden, sondern an der Montessori-Schule und habe jetzt mit meinem Podcast Klassenheld mir zur Mission gemacht, Eltern zu befähigen, ihre Kinder glücklich und erfolgreich durch die Schule zu bringen. Das ist mein Ding. Und ich will, dass jedes Kind eine glückliche Schulzeit hat. Dafür tue ich das alles. Das ist schon hoch hinaus für jedes Kind eine glückliche Schulzeit. So, das ist schon echt. Welche Fächer hast du? Du sagst Mathe, Lehrerin aus Leidenschaft. Mathe ist, glaube ich, einfach, oder? No way. Meine Fächer sind Englisch, Philosophie und Politik habe ich studiert, aber ich unterrichte ja gar nicht mehr so in dem Sinn in den Fächern und muss auch sagen, zwar wollte ich immer Lehrerin werden, aber als ich in dem Job war, habe ich immer mehr gemerkt, dass ich eigentlich gar keine Lehrerin in dem Sinn sein will, sondern vielmehr eine Lernbegleiterin, dass es mir null darum geht, jemanden zu belehren oder zu sagen, wo es lang geht, sondern vielmehr Menschen, junge Menschen auf ihrem individuellen Lernweg zu begleiten, dass sie so für sich ihre Traumzukunft erschaffen können und eben alles mitbekommen, was sie brauchen. Und im System, um im System erfolgreich zu sein, sind gute Noten eben oft ein Türöffner für einen Traumjob, den ein junger Mensch hat. Und ich selbst war Lehrerin von so einer Versagerklasse, wo ganz viele junge Menschen drin waren, die echt ja durch dieses in dieses System nicht reingepasst haben. Und das, die Zeit war super, die hat mich richtig geprägt. Und ich glaube, jeder, der mal mit solchen Jugendlichen zusammengearbeitet hat, der will da einfach was dran verändern, wenn man mit den jungen Menschen zusammengearbeitet hat. Ja. Sehr, sehr cool. Montessori, ist das denn eine weiterführende Schule oder für Grundschule? Genau, wir haben vom Kinderhaus bis zum Abitur. Ah ja, cool. Also ich habe ja selber 3 Semester auf Lehramt studiert. Yeah. Ich habe es dann dran gegeben, weil dieser Sprung, den du jetzt geschafft hast, weg, sag ich jetzt mal, von der klassischen Lehrerin, diesen von oben nach unten, ich habe hier die Autorität und das Wissen und ich trichte dir jetzt Wissen ein, hin zur Lehrbegleiterin, da hat sich mir damals nicht so die Tür eröffnet. Ich glaube, da waren wir auch ja schon ein paar Tage älter mit Persönlichkeitsentwicklung, all diesen Dingen, die waren da nicht so. Ja, aber jetzt sag doch mal ganz praktisch, du bist ja Lehrerin an der Schule. Wie setzt du denn jetzt dieses Homeschooling in dieser Zeit um? Weil es kommen ja so Rufe, also ich folge ja auch vielen Lehrern auf Instagram und dann heißt es ja, die machen doch sowieso nichts. Jetzt, die haben ja vorher schon nicht gearbeitet und jetzt machen die schon mal gar nichts. Warum kriegen die überhaupt noch Geld? So, ich weiß, dass es anders ist, aber vielleicht sagst du mal einfach, wie für dich jetzt Lehreralltag aussieht. Ja, total schön. Ich muss echt sagen, ich genieße es gerade total und habe auch echt positive Erfahrungen. Also ich habe Videokonferenzen mit meiner Klasse. Da haben wir uns natürlich erstmal nur getroffen, um zu reden über die Situation. Aber dann haben wir da wirklich auch Unterricht gemacht mit einer PowerPoint-Folie. Die konnten sogar Gruppenarbeit machen über dieses Videotool. Und es läuft echt gut. Und wir rufen die 1 bis 2 Mal die Woche an und ja, reden halt mit ihnen. Ne? Was waren ihre Herausforderungen die Woche? Was nehmen sie sich für die nächste Woche vor? Was haben sie ganz konkret getan, dass es gut geklappt
hat, was stand ihnen vielleicht im Weg. Und jetzt zurückblicken, die letzten 2,5 Wochen, muss ich echt sagen, habe ich das Gefühl, dass es gerade bei den Kindern, die in der Schule oft Schwierigkeiten haben, so ins Lernen reinzukommen, dass es da ganz gut läuft. Cool. Motivationsprobleme haben. Ich glaube, Montessori-Schüler haben halt dieses sich selbst motivieren, organisieren, lernen einfach in sich. Während ich über Klassenheld gerade auch ganz viel mitbekomme, wie Eltern einfach so kurz vorm Home-Durchdrehen sind, weil sie nicht Homeoffice und Homeschooling vereinbaren können. Ja. Also die Kinder haben ja nie gelernt, sich selbst zu organisieren und selbst zu lernen. Und die haben sonst ihren Tag in 45 Minuten Päckchen strukturiert, in Fächern eingeteilt, kriegen Infos und Anweisungen von außen. Und jetzt sitzen die auf einmal alleine zu Hause mit einem riesigen Berg an Sachen und sollen sich den ganzen Tag frei einteilen. Und das können die einfach nicht. Da brauchen die uns Erwachsene, die da begleiten, glaube ich. Ja. Welches Portal nimmst du für deine Video-Zooms, also deinen Kids, also mit deinen Schülern? Wir arbeiten mit Microsoft Teams bei uns an der Schule. Ah ja, okay. Das heißt, dir wurde das von der Schule aus für 5 Minuten. Ja, genau. Ja, also da merkt man schon den großen Unterschied. Ne? Also bei mir ist es so, mein Kurzer, ich habe die E-Mail mit der Dropbox geschickt gekriegt. Ja. Darf ihm jetzt pro Tag irgendwelche Blätter, also zumindest ist es strukturiert pro Tag. Mhm. Der Lehrer ruft mich einmal die Woche an und nicht die Kinder. Wirklich? Aber wie alt ist denn dein Sohn? 14. Kann er doch auch selbst machen. Ja, genau. Wo ich so denke, ja warum ruft er mich jetzt an? Außer, dass ich keinen Bock habe, mich darum zu beschäftigen. Also, Ja. Bei meinem Großen, der ist 18, der ist ein Berufskolleg, ist es so, dass die Schule einfordert. Also die müssen einschicken und jetzt hat er auch irgendwas nicht hingeschickt. Hat er halt nicht gemacht, ne? Ja. Dann kam dann die Rückfrage, wieso nicht? Dann hat er ein bisschen geflunkert, dann sei er wäre krank gewesen und wird es jetzt nacharbeiten. So what, ne? Aber da merkt man einfach, wie unterschiedlich das ist. Und ich bin auch eher bei dem Home-Durchdrehen, weil ich denke, also ich kann das nicht. Dann kommt er an mit Geschichtsblättern, ich lese mir das durch. Wenn ich das nicht innerhalb von 3 Minuten erfasse, dann bin ich raus. Ich habe was anderes zu tun. Ich habe ein Business zu führen. So, ne? Ja, genau. Mhm. Wo ich denke so, Ja. Jetzt machst du Online-Coaching und hilfst jetzt Eltern oder hilfst du Schülern, durch diese Zeit zu kommen, zusätzlich zu deinem Lehrerjob? Ich befähige die Eltern, weil ich glaube, da gibt es so ein paar Tricks aus dem Lerncoaching, die man einfach direkt anwenden kann bei solchen Situationen. Zum Beispiel, was du gerade geschildert hast, dein Kurzer kommt mit irgendeiner Geschichte. Die haben ja dann ihre ganzen Fächer, man ist ja selber jahrelang draußen und man könnte sich da reinarbeiten, wenn man sich jetzt die Zeit nimmt und es macht. Aber wir wissen ja eigentlich alle, dass dein Kurzer könnte das ja genauso, wenn er es wirklich wollen würde. Ja. Und da gibt es so einen Trick zum Beispiel, dass man eine Vereinbarung macht mit Post-it-Zetteln. Das geht dann so, dass man sagt, zum Beispiel immer zum Mittagessen oder immer zum Abendessen oder einmal am Tag, je nachdem wie alt das Kind ist, dass man sagt, immer wenn es irgendwo gar nicht weiterkommt, nimmst einen roten Post-it-Zettel oder einen pinken und klebt das auf die Seite. Das bedeutet dann, da frage ich später nach. Orange oder gelb ist dann für, da war ich mir unsicher, da will ich nochmal ein Feedback. Und grüner Post-it-Zettel ist für, das war super, da will ich ein Lob. Und dann am Ende des Tages kommen ja dann die Kinder mit dem Stapel an Zeug und sehen so, oha, da ist irgendwie echt mehr grün, als ich dachte. Und das finde ich gerade so schön für die Kinder, die sonst alle paar Minuten entweder so bei der Mama stehen und sagen, das verstehe ich nicht, erklär mir das. Oder auch in der Schule zuallererst gucken, was macht der neben mir oder die neben mir? Was macht die Lehrkraft? Also bevor sie selber nachdenken, immer erst gucken, wo kann ich mir Hilfe holen? Das finde ich schon mal ein mega, mega Tipp mit den Post-its. Cool. Ja. Weil dann, weißt du, verstärkt stärken die ja auch ihr Vertrauen in sich und in das, was sie können am Ende des Tages. Ja. Und dafür ist es gerade diese Zeit eine super Chance. Das andere, was du gesagt hast, was ich auch ziemlich cool finde, ist das mit der Struktur. Ne? Also das hast du ja ganz am Anfang gesagt. Jetzt vorher in 45-Minuten-Häppchen und jetzt gibt es irgendwie, wie gesagt, die Schule von meinem Kurzen macht zumindest tagesweise. Mhm. Ich weiß von anderen Schulen, da wird das Zeug einfach rausgehauen. Ne? So für 3 Wochen hier. Ja. Sieh zu. Ja, das habe ich auch jetzt schon oft mitbekommen. Das ist echt heftig, ja. Und die eine Lehrkraft macht es so, die andere macht es so. Also auch innerhalb einer Klasse. Da gibt es auch wieder die Post-it-Zettel. Und nee, ich bekomme da nichts dafür, wenn ich so oft Post-it sage. Ich sage einfach so Klebezettel jetzt. Auch mit Post-it-Zetteln, dass man sagt, also es gibt so 3 magische Fragen, die lauten, was muss, was kann und
bis wann? Und mit den drei Fragen, was muss, was kann, bis wann, kann man mit seinem Kind da so ein bisschen durchgehen und halt überlegen, was sind zum Beispiel gerade Zusatzaufgaben, die ja ganz viele Lehrkräfte einfach mitschicken, die gar nicht müssen. Ja. Einfach, weil es gerade so viele Angebote gibt. Zum Beispiel Simple Club, eine ganz tolle App, gerade für Teenies. Ab der 7. Klasse haben die ganz tolles Material, haben jetzt gerade alles umsonst, die Zugänge umsonst. Und dann denke ich als Lehrkraft natürlich auch, boah, was eine Chance. Da können die gerade jetzt echt viel nacharbeiten, aber gleichzeitig muss es nicht sein. Er hat keine Priorität. Das wird dann einen grünen Zettel bekommen. Alles, was muss und verpflichtend ist, was weiß ich, Deutsch, Seite 45, die Erörterung schreiben, gelber Zettel und alles mit Deadlines auf einen pinken Zettel schreiben und dann die Zettel zum Beispiel an eine Pinnwand, an eine Tafel, an die Wand einfach mit Tagen und Uhrzeiten strukturiert drankleben. Und immer, wenn man es geschafft hat, in so einen imaginären Basketballkorb oder auf einen Stapel stapeln, dass man sieht, was man geschafft hat. Boah, cool. Also richtig gute Tipps hier. Das, ich bin beeindruckt. Jo, kommt. Jeder tut das, was er kann, Gunnar. Ja, aber man merkt, daran merkt man, dass es echt deine Leidenschaft ist, Kinder zu befähigen. So, aber du sagst an der Stelle ja auch, die Befähigung geht über uns Erwachsene. Mhm. Also ich fände es auch schön, wenn die Kinder solche Tricks in der Schule lernen. Das fände ich ein Traum. Aber solange das noch nicht so ist, dürfen wir das halt jetzt zu Hause machen. Weil ich glaube, wenn man sich dreimal neben sein Kind gehockt hat und wie ein Papagei ständig sagt, was muss, was kann und bis wann, dann denken die irgendwann selber so und übernehmen diese Strukturen, ohne dass jetzt die Kinder in den Workshop müssen, wie kann ich meine Schulsachen organisieren. Ja, klar. Und, ich habe also noch so zwei, drei Tipps, hätte ich noch, wenn du magst. Ja, hau raus. Ja, zum Beispiel, du hast ja vorhin eingangs gesagt, dass ich gerade im Kleiderschrank von meinem Freund stehe und hier aufnehme. Und es ist in der Tat so, weil das jetzt unser Telefongespräch und Videokonferenzenraum ist. Und ich glaube, auch jede Familie hat gerade, manchmal hat einfach ein Familienmitglied einen Termin, der mit einer Uhrzeit verbunden ist und wo jemand absolute Ruhe braucht. Ja. Und das halt auch oft beim Lernen so. Und was gerade die kleinen Kinder super gerne machen, ist, dass die sich so ein Lernschild schreiben, man soll daheim jetzt Baustellenmaßnahmen ergreifen und wie so ein Schild hinschreiben lassen von dem Kind auch, was weiß ich, ne, wildes Lerntier, bitte nicht eintreten oder hier drin wird gelernt, eintreten auf eigene Gefahr und dann das Schild an die Tür hängen und dann geht aber auch wirklich keiner rein, auch nicht mal irgendwie die Mama, die nur schnell ganz kurz die Wäsche wegrücken will, solche Sachen, dass das auf Augenhöhe passiert. Ja. Ja, den Tipp, den finde ich gut. Ich habe woanders noch auch von einer Podcasterin, mit der ich zusammen ein Interview gemacht habe, den Mützentrick. So, also wer dann auch seine, wenn man jetzt nicht jeder ein Zimmer hat, zu sagen, also der die rote Plümmelmütze aufhat, meinetwegen auch die Nikolausmütze, der will in Ruhe gelassen werden und der wird auch nicht angesprochen, auch nicht über die Frage, willst du gerade ein Stück Schokolade haben? Gar nichts. Der hat die Mütze auf und die heißt Sendepause. Genau, das ist auch cool. Und was man auch machen kann, ist genau das Gleiche mit diesen Baustellen-Kopfhörern. Die nennen, wie auch immer, Mickey-Mäuse, weil die ja echt auch noch schalldicht sind. Und es gibt ja schon Kinder, die haben ganz früh dieses FOMO, diese Fear of Missing Out. Ja. Und wenn die dann, ich kann das so verstehen, wenn man da so alleine in seinem Zimmer sitzt, denkt man ja auch, oh Gott, ich verpasse voll viel, meine Familie macht gerade echt schöne Sachen. Und so kann man auch mit den Kopfhörern im Geschehen mittendrin sitzen und trotzdem lernen, weil man einfach nichts hört. Ja. Ja, das ist auch ein cooler Tipp. Wie ist es so, deine Wahrnehmung, wenn du jetzt, du hast deine Klasse plus, dass du andere coachst, sind die Kids und die Eltern sehr angestrengt? Also klar, ich als Psychotherapeutin, ich kriege so die ganze Bandbreite mit, dass auch häusliche Gewalt leider steigt. Kriegst du da auch was mit? Man merkt so, das Aggressionslevel in der Familie ist höher oder ist es bei denen, die du betreust, noch sehr ausgeglichen? Ich meine, das, was ich mitkriege, ist bestimmt kein breites Bild durch die Gesellschaft, weil ich, wie gesagt, hier an einer Privatschule arbeite und da erlebe ich und auch Teenies unterrichte, also ich erlebe die sehr entspannt. Gleichzeitig bin ich mir aber dessen bewusst und merke auch bei uns, dass ich manche einfach gar nicht erreiche. Ne? Also da reagieren die Kinder nicht am Telefon, da kommen die E-Mails von den Eltern zurück, weil das Postfach voll ist und bei wiederum anderen läuft es sehr gut. Und was mir gerade echt Sorgen macht, ist, dass ich mitbekomme durch Coaching-Kids, dass zum Beispiel manche Bundesländer jetzt beauftragt haben, in den Osterferien weiterzumachen oder dass sogar von oben angesetzt wird, dass jetzt Tests geschrieben werden, direkt nach den Ferien über das, was gemacht wurde. Und das finde ich aus meiner Perspektive wirklich ein Unding, weil ich denke, wo ist denn da die soziale Gerechtigkeit? Weil manche Kinder werden gerade einfach von den
Eltern ganz anders unterstützt als andere. Und das hat nichts damit zu tun, wie lieb die Eltern ihre Kinder haben oder was sie können, sondern einfach die Möglichkeiten, die die Eltern haben. Und wenn jetzt über das Homeschooling-Zeug direkt ein Test geschrieben wird oder einfach vorausgesetzt wird, dass das geht, ich finde es unmenschlich. Und da ja, frage ich mich echt, wie man das von oben sogar anordnen kann. Habe ich absolut echt? Also das habe ich noch gar nicht mitgekriegt, dass es soweit ist, weil das wäre nämlich auch meine Frage. Ich gehe davon aus, dass es die gibt, die tolle Eltern haben mit tollen Ressourcen, also ne, die anderen Eltern sind auch toll, aber mit tollen Ressourcen, wo einfach Lernen möglich ist, und dann wird es die Kinder geben, wo keine Ressourcen da sind, wo auch kein iPad oder ein Computer da ist, wo kein Drucker da ist. Kein Drucker. Hin bis zu denen, wo Kinder sich einfach nur vor Gewaltübergriffen schützen und gar nichts tun. Und die werden alle zusammen, irgendwann zusammen wieder in die Schule gehen. Was hast du, also ist für dich auch ein Problem, was wäre denn dein Wunsch dahingegen, was müsste denn jetzt passieren, damit eine Zeit danach funktionieren kann? Also ich sehe, wer Tipps braucht für aktuell, der darf sich an die Lisa wenden, ja. Shownotes kommen alle drunter, aber was wäre erforderlich für die Zeit danach, wenn wir mal spinnen würden? Wenn man mal wirklich spinnt, würde ich mir wünschen, dass das der große Knall war, dieses Virus, dass es das Schulsystem einfach gebraucht hat, um mal umzudenken. Weil spätestens jetzt muss es jedem Lehrer offensichtlich sein, dass die jetzt wiederkommen in die Schule und alle woanders stehen. Die einen sind 20.000 Schritte weiter als andere. Und jetzt einfach wieder im Gleichschritt weiterzumachen, wäre einfach nicht fair. Das wäre nicht gerecht. Dass sie jetzt das Ganze als Chance sehen. Ungleichheit, die wir ja sowieso schon haben, die sich ja auch in der Bildungsungleichheit zeigt, die würden wir noch weiter auseinanderziehen. Oder auch einfach beim Lernstoff. Also ich finde generell, dass, also mein Motto ist immer Stärken und Schwächen managen. Und dass man da alle immer in jedem Fach im Gleichschritt durchzieht, ist ja auch nicht Sinn der Sache. Und es gibt so ein Kinderbuch, das heißt, wenn die Ziege schwimmen lernt, kennst du das zufällig? Wunderbar? Nee. Das ist so schön. Da gehen verschiedene... Wenn die Ziege schwimmen lernt, da gehen verschiedene Tiere gleichzeitig in die Schule und an den Tieren wird es halt so klar, dass zum Beispiel der Elefant nicht einfach schwimmen lernen kann oder der, keine Ahnung, das Pferd nicht fliegen kann. Und dann gehen all diese Tiere zusammen ein halbes Jahr in die Schule und am Ende ist es so, dass nicht mal mehr der Vogel gut fliegen kann, sondern alle können nur noch durchschnittlich gut irgendwelche Dinge. Und ich finde, an diesem Kinderbuch wird so klar, dass dieses System, so wie es gedacht ist, eigentlich gar nicht funktionieren kann, gerade weil jeder unterschiedliche Stärken hat. Okay, gut, aber jetzt, das ist so ein Wunsch, aber was bräuchte es konkret? Weil ich glaube, manche Lehrer sind da noch nicht. Was bräuchte es konkret einmal von oben oder vielleicht auch an Tool, an Bereitstellung? Was müsste man den Lehrern an die Hand geben, damit das funktioniert, jetzt die Chance zu nutzen zum, also wie du sagst, ne, das war jetzt der Knall, damit wir alle ran, muss was anders sein. Aber was müsste konkret jetzt an Handwerkszeug gelernt werden oder worauf würden sich Lehrer auch einlassen? Das ist ja auch so eine Frage, ne? Weil sie sind ja nicht alle so weit wie du. Ja, das ist eine ganz große Frage, denn ich denke, die meisten Lehrer werden jetzt schon wieder panisch aufs Schuljahresende sehen und denken, oh Gott, ich muss noch Noten machen fürs Jahreszeugnis und da muss ja die Leistung vergleichbar sein und der halt weniger kann, muss eine schlechtere Note kriegen. Und ich glaube, was gerade passiert ist, ist ja einfach ein historisches Ereignis und da würde ich einfach an jede Lehrkraft appellieren, dass wir bei jeder Notengebung so einen pädagogischen Spielraum haben, pädagogischen Freiraum haben und entscheiden können, inwiefern nehme ich ins Gewicht, wie schwer es ein Kind hatte beim Lernen oder nicht? Wie gut ist diese 3 für das Kind? Ist das eine sehr gute Leistung für die Umstände? Ja. Oder hättest du es viel besser gekonnt? Das würde ich mir einfach wünschen, weil ich glaube, kurzfristig kann man keine anderen Möglichkeiten ausschöpfen, außer eben diese Freiheit, die man hat, echt auszunutzen, bis es so gut es geht. Hoffen wir, dass das viele hören und sagen, da setze ich mich durch. Ich habe halt auch, ich bin ja sehr aktiv und habe dann auch über Bildungsevolutionen Posts geschrieben und da war auch sowas in der Richtung, ne? Lass mal 5 gerade sein. Und dann kam aber direkt, aber wir haben ja Vorgaben von oben. Ja. So, ne? Und der Leistungsstandard muss erfüllt werden, weil wir kriegen sonst einen auf den Deckel, sage ich jetzt mal. Also, wie kann man denn dafür Bewusstsein schaffen, dass, ich sage jetzt mal, wenn alle Lehrer sagen würden, ist uns doch scheißegal, dann kann ja die Bildungsministerium-Tante Frau Galitschek sagen, was sie will.
dann ist das genau, so. Genau, das sehe ich auch so. Auf jeden Fall. Aber weißt du, da müssen wir schon bei einem ganz anderen Punkt anfangen, dass die Lehrer mal sich mit ihrer eigenen Schulzeit und ihrer Haltung beschäftigen. Ich bin so bei dir und ich habe letzte Woche ein Interview gegeben, live bei Instagram, wo ich ja direkt die Kommentare lesen kann. Ja. Und es ging darum, ich wollte Eltern den Druck nehmen, indem ich gesagt habe, alles, was sie einschicken an die Lehrer, muss nicht perfekt sein. Fehler gehören zum Lernprozess dazu. Fehler sind Freunde, sind Lerngelegenheit und deswegen unterstreiche ich die auch immer mit Gold. Also Fehler werden Gold markiert, weil die Gold wert sind und so weiter. Und da hat jemand unten drunter geschrieben, was für ein Mist ich labern würde. Ja. Dann habe ich danach der Person eine Nachricht geschrieben und es war halt auch eine Lehrkraft, die wirklich davon überzeugt sind, dass Fehler was ganz Schlechtes sind, die wir nicht machen dürfen. Und wenn ich jetzt das sehe, was du beschrieben hast, die Haltung der Lehrer, dass man direkt Angst hat, man bekommt von irgendwas, von irgendjemand auf den Deckel und aus Angst heraus handelt. Das ist für mich schon, für dich ja auch, du grinst ja auch schon, das ist der Anfang von allem Übel. Ja, die Angst ist ein schlechter Ratgeber. So, ne? Ja. Und, das zeigt ja auch diese Obrigkeitshörigkeit und das ist halt meine große Befürchtung. Also ich bin ja ein Verfechter davon, zu sagen, das, was jetzt ist, ist eine große Chance. Ja, genau, ich auch. Der Knall war fürs Bildungssystem. Und auf der anderen Seite ist es ja auch leider die große Chance, uns noch mehr in Obrigkeitshörigkeit zu bringen, weil was machen wir? Wir machen jetzt Zoom-Calls und was nicht alles aus dem Kleiderschrank. Ne? Ja. Also, ne? Weil wir jetzt der Obrigkeit gehorchen. Ich habe zum Beispiel null Angst vor dem Virus. So, ne? Weder, dass ich mich anstecke, noch, dass ich jemanden anstecke. Ich habe eher Angst vor den Folgen unserer Gesellschaft macht. Ne? Also, wenn meine Zeit zu gehen ist, weil ich an so einem blöden Virus erkranke und hat, dann ist das so. Aber da, wo man sieht, unsere Angst ist so groß. Ja, alle elektronischen Geräte sind an. Alles mir gut. Leid. Alles gut. Was wäre denn wünschenswert, was vielleicht von der Regierung für ein Signal kommt, wenn wir jetzt mal Wunschbrunsch, du könntest mit Frau Karliczek oder Frau, die für den NRW heißt, also ich würde Gnade walten lassen, einfach. Oder auch, was ich zu den Lehrkräften gerne noch sagen würde. Ja. Was ich auch merke, ist dieses, also vor Corona, also ich habe das Gefühl, Lehrkräfte waren auch genauso ohnmächtig wie viele Eltern. Also es ist dieser Virus ist da und man fühlt sich ohnmächtig und machtlos. Dabei heißt ja Corona Krone und ist ein Symbol für Macht. Also Könige und Königinnen tragen Kronen als Symbol der Macht. Und ich glaube, jetzt darf jedes Elternteil, jedes Kind, aber halt auch jede Lehrkraft sich einfach mal überlegen, inwiefern kann ich denn jetzt in der Zeit was erschaffen, wodurch ich mir die Macht zurückhole, wo ich halt jetzt das Ganze als Chance sehe. Und ich sehe so sehr, Eltern schreiben mir Nachrichten, dass sie zum Beispiel selbstständig sind und den Lehrkräften sagen, hier, es gibt die und die und die Möglichkeiten, eine Videokonferenz zu machen. Ich habe Erfahrung oder ich gebe ihnen meinen Premium-Account bei irgendeinem Anbieter, dass sie das mit der Klasse machen können, wo Eltern auf Lehrkräfte zukommen. Aber statt dass sie das mit offenen Armen empfangen, sagen sie dann, nee, unser Land entwickelt da irgendwas und warten jetzt wieder drauf. Am besten noch, bis irgendein Land eine eigene Software programmiert hat, mit der man das dann machen kann. Aber bis das wieder passiert ist, gehen wieder so viele Monate ins Land. Das Virus haben wir wahrscheinlich längst überstanden und ganz viele Kinder sind hinten runtergefallen, weil sie mit dieser reinen E-Mail-Kommunikation nicht klarkommen und sich so sehr wünschen würden, mal jemanden zu sehen, der nicht ihre Familie ist. Und das ist halt einfach das, wo ich einfach an jeden appellieren würde, zu gucken, inwiefern kann ich jetzt was erschaffen, was andere bereichert oder vielleicht jetzt mal meinen Unterricht einfach neu denken. Ja. Im Kleinen, bei sich anfangen. Ja, bei sich anfangen ist immer gut. Also ich find, das sind gute und hilfreiche Tipps und zu gucken, wie können wir weitergehen. Wie ist denn deine Prognose? Starten wir nach den Osterferien wieder in Schule? No way, glaube ich nicht. Nee, das glaube ich nicht. Wir im Rheinland-Pfalz haben noch geschaut, dass wir die Abiturprüfungen durchkriegen. Also die sind fertig bei uns. Ja. Aber in ganz vielen Ländern, Bundesländern, steht das noch aus. Und ich hatte jetzt heute Morgen einen kostenlosen Chat bei Heroes for Heroes, dieser Coaching-Plattform für Jugendliche, weil da gerade ganz viele Abiturienten in Schleswig-Holstein sich komplett verrückt machen, weil sie müssen eigentlich für eine Prüfung lernen oder wollen lernen, aber können sich gerade auch gar nicht aufs Lernen konzentrieren, weil sie komplett in der Schwebe hängen, wann ihre Prüfungen überhaupt sind. Und das sind ja auch Sachen, wo man die Jugendlichen auch mal anders begleiten darf, als jetzt nur
nur mit Stoff zuballern, denn ich denke, davon haben sie genug, die sind unsicher. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich habe hier einen Kollegen, also einen Mitarbeiter, der hat die Psychotherapieprüfung jetzt gemacht und die mündliche Prüfung steht noch aus. Und auch da gibt es jetzt auf einmal Spielraum. Ne? Also ich finde, es gibt im Moment so viel Spielraum, wenn man auch fragt, ne? Weil der muss auch 3 Prüfungsfälle einreichen und eigentlich weiß er nicht, welcher drankommt. Aber weil ja alle gehandicapt sind, auch in der Vorbereitung, wird ihm jetzt vorher gesagt, welcher drankommt, damit er sich nur auf einen vorbereiten muss. Also da sind wir wieder bei der Gnade, Gnade vor Recht ergehen. Genau. Und ich glaube auch, dass es für die Jugendlichen, gerade für Kinder und Jugendliche auch gerade eine tolle Chance ist. Was ich nämlich merke, ist, dass ganz viele sich gerade auch mal mit der Welt beschäftigen. Weil je nachdem, wie alt die sind, ist es ja gerade auch mal ein Ereignis, was sie echt bewegt, was zum ersten Mal sie persönlich in ihrer Freiheit einschränkt, dass sie irgendwas nicht tun können. Und das beschäftigt die. Und das finde ich auch eine tolle Chance, die Jugendlichen mal recherchieren zu lassen und zu gucken, wo sind Dinge, die sie interessieren, inspirieren, wo können sie jetzt helfen? Weil ich merke auch, dass gerade die Jugendlichen echt gerade schon sehr traurig sind oder sehr besorgt, wenn die Eltern so in der Angst sind und in der Sorge. Ne, spielen dann noch irgendwelche Weltuntergangsspiele am PC und im Internet und sind dann echt traurig. Und da denke ich auch immer, jedes Elternteil hat doch die Chance oder die Entscheidung. Man kann über die Situation reden, als würde die Welt morgen untergehen und sich darüber beschweren, was alles schlimm ist. Oder man erzählt ganz bewusst, weil die Kinder daneben sind, über all die Heldinnen und Helden, die es gerade gibt auf der Welt und die gerade jetzt einen tollen Job machen, weil vielleicht inspiriert man ja ein Kind dann damit, auch selber mal so ein Held oder eine Heldin zu werden. Und gerade die Kinder können auch jetzt ganz viel selbst machen. Also die können einkaufen gehen für andere, die können ihre Lesefähigkeit fördern, indem sie was vorlesen, das Ganze aufnehmen und als Sprachnachricht an die Omi schicken. Die freut sich. Also so Sachen können Kinder, glaube ich, echt gerade erschaffen und damit einen Unterschied machen. Ja, aber es fängt wieder mit der Eigenreflexion an, zu wissen, ich transportiere meine Angst immer unbewusst mit und mache ich das oder entscheide ich mich? Und ich glaube, da ist das Denken von Erwachsenen leider oft so festgefahren, wie ich kann mich für ein anderes Mindset entscheiden. Mhm. Ja, du kannst. Ja. Es geht. So, yes, ne? You can. Ja, ne? Ich selber komme ja aus einer Lebensgeschichte von Depressionen bis hin zu Suizidalität und ich habe mich immer wieder neu entschieden und muss mich auch heute in den ganzen Situationen immer wieder neu entscheiden zu, ja, wir schaffen das, wir rocken das, irgendwie kriegen wir das hin. Und klar, das sind Signale, die Kinder auf jeden Fall brauchen. Was hast du dann noch für einen Tipp jetzt für die Lehrer? Also Gnade vor Recht, mal den Handlungsspielraum ein bisschen erweitern, Hilfeangebote anzunehmen von vielleicht Eltern. Du hast selber gesagt, du hast so ein paar Kinder, die rühren sich nicht. Gibt es da noch irgendwie eine Chance? Wie kann man denn mit denen in Kontakt treten? Also ich glaube, es ist jetzt auch gerade eine tolle Chance, individueller zu arbeiten. Ne? Also mit den Kindern individueller vorzugehen, weil es gibt, also ich weiß, ich will jetzt nicht zu tief in den Unterricht reingehen, aber es gibt zum Beispiel Plattformen, die kosten keinen Cent. Da kann man wirklich bei jedem Kind woanders ansetzen. Also zum Beispiel, weil ich habe ja zum Beispiel Englisch und ich lasse die momentan jeden Tag eine Hör- und eine Leseübung online machen. Das findet man, wenn man einfach bei Google eingibt, Listening und dann A1, A2, B1, diesen Niveaustufen. Ja. Und das dauert eine Viertelstunde und es ist für jeden Schüler machbar. Dann startet der seinen Lerntag direkt mit einem Erfolgserlebnis, weil zuhören und ein paar Kreuze machen kann jeder. Die Fehler sind dann unterschiedlich hoch. Aber da kann ja der eine was Schwereres machen und die anderen was Leichteres. Und das bedeutet für mich als Lehrkraft nicht, dass ich 10.000 verschiedene Sachen vorbereiten muss. Und ich schicke einmal einen Link raus, telefoniere mit jedem, auf welchem Niveau er anfangen würde, gebe noch mein Feedback und dann also individueller vorgehen. Ja. Und halt auch, wenn die sich gar nicht bewegen, wenn die gar nichts machen, kann man auch jetzt vielleicht mal in einem anderen Setting den Hörer nehmen und mit den Kindern telefonieren und mit denen an ihrer Motivation arbeiten, wo sie vielleicht viel offener sind, als wenn sie sonst merken, so die ganze Klasse guckt gerade zu, wenn ich mit der Lehrerin rede und die fragt mich, warum lernst du denn überhaupt? Warum gehst du denn überhaupt zur Schule? Ja. Am Telefon ganz anderes Setting. Ja. Ja, klar. Hast du denn, du sagst gerade hier Listening und so, hast du denn so eine Liste von solchen Portalen vielleicht auch für dein Coaching erstellt? Also wie können jetzt die Hörer auf dein Fachwissen zugreifen und sagen, hey, das ist cool, die App, da möchte ich gerne hin und vorhin hast du eine andere genannt. Also
Also ich habe ehrlich gesagt, für die Eltern habe ich ganz viel gemacht. Einen Wochenplaner, einen Tagesplaner, eine Zusammenfassung, wie man die Kinder motivieren kann. Das findet man alles bei mir in der Facebook-Gruppe. Für die Lehrkräfte habe ich noch gar nicht so viel zusammengeschrieben. Aber ich habe ja eine Facebook-Gruppe, wo die Eltern und Pädagogen reinkommen können, wo ich dann einfach mal einen Post mache und so ein paar Links teile. Und ich finde es vor allem großartig, in dieser Gruppe tauschen sich auch andere Eltern und Pädagogen aus. Und ich bin mir sicher, wenn ich da jetzt 10 Links reinschicke, kommen 10 andere Lehrkräfte und ballern noch ihre Links unten drunter, sodass da echt was Schönes entstehen kann. Das mache ich sofort. Und ansonsten würde ich allen einfach nur, ja, also wenn Sie Lust haben, können Sie sehr, sehr gerne meinen Podcast hören. Da habe ich mich jetzt bemüht, so oft ich konnte, die letzten 2 Wochen ja, eine Folge zu machen. Krass. Du bist ja fast täglich, also am Anfang ist fast täglich ein Podcast hochgegangen. Genau. Also, du schickst mir bitte die Links zu der Facebook-Gruppe. Das mache ich, liebe Gunda. Und zu dem Podcast. Das heißt, ihr könnt das dann hier in den Shownotes euch abgreifen oder bei Instagram findet ihr sie unter Klassenheld. Und ich glaube, die Gruppe heißt auch Klassenheld, ne? Ja, Klassenhelden-Elterngruppe. Und ich glaube, ansonsten würde ich mir einfach nur wünschen, dass die Eltern sich, also weder Eltern noch Lehrkräfte, sich zu sehr stressen wegen irgendwelchen Noten oder Lehrinhalten, die man jetzt irgendwie vielleicht nicht erreicht, sondern einfach nur guckt, dass die Beziehung stimmt, weil das ist ja die Grundlage von allem, wenn wir einen Veränderungsprozess initiieren wollen und ja, die Leute lieb haben, sich gegenseitig. Das ist schön. Ich sage ja immer, mein Spruch ist immer, die Liebe siegt. Liebhaben ist gut. Und wenn wir auf der Menschlichkeit uns begegnen, dann wird sowieso vieles schon viel einfacher und ganz anders. Das auf jeden Fall. Aber so ein Online-Coaching-Programm oder sowas, hast du das noch auch? Nicht. Ich hatte mein erstes Webinar im Februar. Das war Durchstarten in der Schule, wie man glücklich und erfolgreich durch die Schule kommt. Und hat einmal stattgefunden, habe super Feedback bekommen und dann war der nächste Kurs und dann ist aber die Schule ausgefallen, sodass eigentlich nichts von den Sachen hätte umgesetzt werden können. Deswegen ist es jetzt pausiert, das Ganze. Aber Ende April bringe ich einen Online-Kurs raus mit genau den Inhalten. Ah ja, cool. Also Lerncoaching, Persönlichkeitsentwicklung und die Spielregeln der Schule verstehen für Eltern und Jugendliche. Das finde ich super. Spielregeln verstehen für Eltern und Jugendliche, das ist schon mal... ist ja so. Oder Gunther? Schule ist wie ein Spiel. Jeder versucht zu gewinnen die ganze Zeit, aber eigentlich kennt niemand die Spielregeln oder hat die mal ganz transparent und fair gesagt bekommen. Und ich glaube einfach, dadurch, dass ich ja selbst im System war, immer noch ein bisschen bin und aber als Lerncoach das dahinter verstehe, wurde mir auf einmal so klar, wie Schule funktioniert und was man einfach, es ist ganz einfach, da erfolgreich zu sein, wenn man ein bisschen mit Strategie an die ganze Sache rangeht. Und ich sage immer meinen Jugendlichen in der Therapie, du musst rausfinden, was welcher Lehrer haben will. Ja. Also der eine möchte angelächelt werden, der nächste möchte die Hausaufgaben, der nächste möchte, dass du mitschreibst und der nächste möchte, dass du nach dem Wochenende fragst. Wie war ihr Wochenende? Genau. So. Und schon hast du den positiven Effekt, dass der Lehrer dich positiv in Erinnerung behält und wenn dann die Noten kommen, wir sind ja alle nur Menschen, ach, der hat mich ja immer so nett angeschaut. Das war... Darf ich dir einen Tipp geben für deine Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja, auf jeden Fall. Wenn die Eltern jetzt den Lerntag gestalten mit ihren Kindern, ne, so wie ich eben gesagt habe, mit was Einfachem anfangen, dass man gleich so denkt, yeah, das schaffe ich, jetzt mache ich weiter, dass man genauso mit was Tollem aufhört, dass der Lerntag in einer tollen Erinnerung bleibt. Zum Beispiel eine Runde Stadt, Land, Fluss spielen oder Dobbel, dieses Konzentrationsspiel, irgendwas Schnelles mit einem Erfolgserlebnis, weil da wird ja der Lernprozess so abgespeichert und am nächsten Tag startet man mit positiven Gedanken und Energie. Und bei Lehrkräften ist es ganz genauso. Wenn man sich meldet, gern zum Schluss, also gerade die Schüler, die ganze Zeit mitgemacht haben und dann am Ende ihre Sachen einpacken und schon das Mäppchen zu haben, den Ranzen an und dann sagt der Lehrer so das Typische, der Lehrer beendet den Unterricht. Und das sind aber die Schüler bleiben dann in Erinnerung und die haben vielleicht vorher geniale Sachen gemacht, aber es ist ja nur menschlich, dass das in Erinnerung bleibt, weil der Lehrer, die Lehrkraft fühlt, okay, das, was ich hier tue, findet er gerade nicht spannend. Die beziehen das auf sich. Die Tatsache, dass der einen Bus kriegen muss, ist egal. Also da genauso positives Erlebnis am Ende nimmt die positive Energie mit. Mega, mega Tipps. Also das mit dem Anfang und Ende finde ich so witzig, weil ich bilde ja Traumatherapeuten, Traumapädagogen aus. Unser Konzept gilt auch bald für Lehrer. Und wir sagen immer, das ist die Sandwich-Methode. Gibt es da auch? Cool. Ja, klar. Wie macht ihr das? Ja, Therapie auch. Du fängst halt nicht an mit, wie war deine Woche, sondern was war gut letzte Woche?
Und dann kann der ganze Mist kommen und am Ende wieder so. Und was nimmst du dir jetzt Positives zum Beispiel vor? Also Traumaverarbeitung geht nur im Sandwich. Oben und unten muss immer was Gutes sein, sonst funktioniert das gar nicht. Ja. So. Ich, voll cool. Ja, sehr spannend. Also, wer mehr von der Lisa, wir haben schon die Zeit fast wieder überschritten, hören oder sehen will, ich verlinke hier alles drunter, du schickst mir das. Mega coole Tipps waren da jetzt bei, finde ich richtig, richtig krass gut. Du bist eine echte Pragmatikerin mit Herz, Seele und Leidenschaft. Da macht es sogar Spaß zum Zuhören. Jetzt hätte ich fast Lust, selber was zu lernen, aber ich glaube, ich habe keine Zeit dafür. Ach gut, mir geht wieder das Herz auf, wenn du sagst. Ich habe ja schon mal gesagt, für mich bist du einfach die Astrid Lindgren mit dem Riesenherz für Kinder. Und ich finde das ganze Schulsystem ja auch so, wie es ist, einfach nicht gut. Aber wir dürfen einfach schauen hier, dass die Kinder gut durchkommen. Und dann, ja, genau. Ja, ich danke dir. Die Leidenschaft, alles zu geben für die Kinder. Und ja, vielleicht hast du noch einen coolen Abschlusssatz für unseren smarten Podcast hier. Dann wäre jetzt ringfrei für dich. Natürlich. jedes Kind ist nur ein Erwachsenen davon entfernt, eine Erfolgsgeschichte zu werden. Ja. Nichts hinzuzufügen. Punkt. Genau. Liebe Lisa, ich danke dir für dieses tolle Interview. Danke, ich dir, liebe Grüße. Und würde sagen, wir sehen uns ja sowieso irgendwie online auf bald. Ja, genau. Und an alle anderen auch, macht es euch so nett es geht im Homeschooling und Homeoffice. Genau. Macht's schön. Ja. Tschüss, liebe Gunda, und danke. Sehr gerne.